Hallo Mädels, heute ist ein Unboxing-Video. Ja, neue Glossybox Juni 2020 ist schon da. Ich freue mich richtig auf diese wieder neue Box mit euch zusammen auspacken. Ehrlich gesagt, ich habe für euch heute ganz andere Video geplant. Aus meinem letzten Video, ihr habt fast alle meine grüne saftige Smoky gewünscht. Und dieses Video habe ich für euch heute geplant. Aber ja, ab und zu etwas zwischenkommt und ich habe gedacht, Glossy Box, diese Beauty Boxen, die sind wie heiße Brötchen, muss man am besten jetzt das annehmen, ja? Es ist noch warm, kann man so sagen. Und deswegen, ich würde euch bitten um ein bisschen Geduld. Das Video über Smoky für Schlupflieder wird auf jeden Fall kommen. Ich habe schon verstanden, viele haben Schlupflieder und das ist euer sehr großer Wunsch. Deswegen, das wird nicht einzige Video. Übrigens, wenn euch auch gefällt meine Augen-Make-up heute, dann schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Und dann, ich würde für euch auch ein Video machen mit diesem auch Smoky Eye. Dieses Mal Glossy Box Juni 2020. Im einen Standard diese Pink Box gekommen und ich weiß noch nicht, überhaupt nicht, was da drin ist. Ich habe extra nicht auf Internetseite bei Glossy Box geguckt, bei anderen YouTuber. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht der Sinn der Sache, wenn man weiß nicht, was da drin ist und lässt sich überraschen. Also ich habe mir entschieden, ich lasse mich und vielleicht auch euch überraschen heute. Ich hoffe positiv. Es ist natürlich eine Überraschung für meine eigene Geld, weil ich selber bezahle. Es ist für mich immer noch eine Weihnachtsgeschenk oder eine Geburtstagsgeschenk. Aber der Glossy Box selber monatlich nicht teuer. Er kostet 15 Euro, wenn ihr Abonnent der Glossy Box seid. Aber beim ersten Glossy Box, ihr könnt 20% sparen mit meinem Rabattcode, was ihr findet immer unter meinem Video im Infobox. Ganze Informationen zum Glossy Box, wie ihr könnt abonnieren, was das kostet, wie lange kann man Abonnent sein von Glossy Box und wie schnell man kann das alles kündigen, ihr findet in meinem ersten Video. Ich würde für euch hier verlinken, drückt ihr auf diese Buchstabe I, dann landet ihr direkt zu diesem Video. Ich wollte einfach nicht mich wiederholen und das Video wird für euch zu lang. Bevor ich würde anfangen, weil ich bin schon richtig gespannt, ich wollte euch erinnern, nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und aktiviert den Glocke, damit ihr keine neuen Videos von mir verpasst. Es ist absolut kostenlos. Es wartet auf euch viele interessante Beauties-Videos. Ich erzähle über Schminken, neue Drogerieprodukte, Haul und natürlich über Pflegeprodukte und ein bisschen über Inhaltsstoffen. Ich gebe euch meine Tipps und Tricks und so weiter. Ich hoffe, das wird für euch immer interessant. Deswegen ganz herzlich willkommen in meine Beauty-Welt und natürlich, ich freue mich auf eure Daumen nach oben und eure Kommentare. Also eure Kommentare, ich lese, ihr könnt euch nicht vorstellen, mit großem Vergnügen. Also natürlich, wenn ich bekomme liebe Kommentare, gibt es ab und zu zwischendurch böse, aber die ich ignoriere. Ich habe das schon gelernt, deswegen macht ihr keine Sorge, er stört mich nicht. Ich kenne euch, meine liebe Zuschauer, ich kenne mich, deswegen Welt ist in Ordnung und ich weiß, in dieser Welt gibt es verschiedene Leute. Entschuldigung, wenn ich nicht rechtzeitig antworte für eure Kommentare. Ich immer so im Prozess, wisst ihr, ein Video aufgenommen und schneide und nächste. Letzte Zeit, mein Haus sieht ein bisschen katastrophal aus, ich schaffe das nicht, aber ich wollte schnell wie möglich für euch interessante Videos machen, besonders wenn neue Drogerieprodukte sind gekommen. Ich weiß, dass ihr wartet auf solche Videos von mir, deswegen. Ich würde euch bitten auf Geduld und ich antworte auf jede Kommentar. Wenn ich etwas doch verpassen habe, dann ihr könnt ihn immer gerne wiederholen. So, jetzt wir werden anfangen. Nehmt ihr bitte eine Tasse Kaffee oder Tee und genießt ihr mit mir dieses Video. Jetzt wir öffnen zusammen. Als erster kommt eine Glossy Magazin und hier steht die Name für diesen Monat. Also, wie sagt man das? Thema dieses Monat und das World of Beauty Edition. Sieht sehr sommerlich aus, sehr vielversprechend. Hoffentlich, dass diese Box wird mich positiv überraschen. Übrigens, dieses Mal, ich sehe auf diesem Papier schöne Bild und immer diese Band, das ist wie, ach, das ist für mich immer dieses schönste Moment von Öffnen. Oh, das riecht gut. Und das sieht gut aus. Das sieht sehr interessant aus. Und okay, ganz schnell, ich gucke dieses Magazin rein. Oh nein! Oh nein! Oh yeah!
Sorry, aber, also Mädels, das sieht gut aus. Ach, ich weiß nicht, wie ich kann anfangen. Es gefällt mir schon sehr. Ach, ich schaue das ganz schnell allein. Ich schaue das. Na gut, es ist ein bisschen frech von mir. Mädels, es wartet auf uns etwas Geiles. Also dieses Box, ich denke, wird toll. Gut, ich will nicht das weiter gucken. Ich wollte mit dieser Palette von Sleek anfangen. Ich weiß, dass Sleek mag sehr gute Produkte. Und das ist eine Highlight-Palette. Solstice, 9 Gramm. Übrigens, Box dieses Mal riecht sehr dezent, sehr leicht, aber genau das, was wir mögen, Mädels, ja? Oh, diese Palette, oh, diese Palette, guckt ihr, Mädels? Es ist spiegelt, ja, aber ihr könnt sehen, hallo? Ja, für die Kamera, ich muss noch Geld sammeln. Ihr seht, ich sitze meistens beim Tageslicht vor dem großen Fenster und ja, das ist mein Garten. Also jetzt langsam ist es ein Vlog, es ist kein Video. Na gut, ich kenne diese Palette. Also die ist verrückt intensiv. Also das ist diese Highlighter, der ich denke, strahlt so, dass man aus dem Kosmos sie sieht, ja. Mit großem Spiegel, also so sieht aus. Ich kenne die, weil Tochter meines Mannes, die hat diese Palette. Und hier ist eine Pinsel, so ganz kleine für unterwegs. Die sind so weich, oh, butterweich, also Mädels. Das ist eine cremige Highlighter. Super, also dieses Video wird lang, ich merke schon. Das ist schon pudrige Textur. Wow. Also die Palette gefällt mir sehr. Wow, wow, wow. Ich freue mich schon. Die Palette kostet 12,49 €. Die Information für ganze Produkte und Preise, ihr könnt in diesem Magazin finden. Also ich würde Preise irgendwo für euch verblenden, damit ich nicht jedes Mal mich ablenke für die Preise. Und dann wir können zum Schluss ganze Summe zusammenrechnen und wissen, ob das hat sich gelohnt. Aber ihr schon seht, es hat sich gelohnt, weil die Palette schon kostet 12,49 €. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich möchte natürlich diese Palette ganz schnell auch mit euch testen. Leider, ich habe schon eine Highlighter. Ich habe nicht gewusst. Ja, das ist natürlich Minus. Ich habe nicht gewusst, dass Highlighter wird dabei. Ich mache das akkurat weg. Ganz kleiner Minus, weil diese Palette, die lässt sich nicht weiter öffnen. Okay, was ich wollte probieren, obwohl ich habe schon hier Puder aufgetragen, trotzdem diese cremige. Also diese cremige gefällt mir schon so sehr. Oh mein Gott. Versteht ihr, was ich euch gesagt habe? Man sieht aus dem Kosmos. Ich wollte es mal helle probieren, ja? Dieses? Ja, alles klar? Okay. Es betont leider ganz stark meine Unreinheiten, aber selber Highlighter ist natürlich, das ist Boom-Effekt einfach. Ich finde von allein die Farbe ist wunderschön. Es wurde sehr gut für die Leute, die haben ganz gute Haut, ja, keine dieser Unreinheit. Ich denke, ich kann das sehr gut benutzen für meine innere Winkel. Ich versuche jetzt an dieser Seite Highlighter ein bisschen wegzumachen. Ich wollte jetzt nächste Farbe probieren. Jetzt ich wollte diese Farbe probieren. Okay. Ja, jetzt ist natürlich schwer. Es ist ein bisschen zu viel, habe ich schon aufgetragen. Okay, an diese Seite, ich trage dann diese Farbe. Wow! Oh mein Gott! Das ist so normal. Es ist natürlich too much. Vermutlich, das wird sehr gut, diese Farbe, heute für meine Make-up und Augenbrauen richtig gut hier passen. Guckt ihr. Ah, klasse! Also, diese Highlighter-Palette kann man benutzen auch als Lidschatten, ja? Und dann ein bisschen hier. Kann ein bisschen hier auch auftragen. Seht ihr? Wow. Ja, Mädels, das ist natürlich keine Erwachsene, keine Lady-Highlighter. So, ich würde nicht zum Arbeit gehen, schon klar.
Aber mir gefällt diese Palette so sehr, obwohl doch einzige Farbe, die ich würde doch sehr gerne benutzen, das ist diese cremige. Oh, das hat mir so gut gefallen. Man kann zum Arbeit tragen. Er lässt eine einigermaßen natürliche und nasse Effekt. Was kann man wirklich unter Puder auftragen und wie heute Praktik gezeigt hat, auch auf die Puder, also funktioniert auch sehr gut. Nächste Produkt, diese Marke kenne ich nicht. Das ist ein Shampoo von Marke Genuine, ich denke, heißt so, von George Wilken. Wet and Shine mit Maringaöl, Weizenproteinen und Keratrix. Das klingt sehr gut. Das würde ich... Oh, das riecht so natürlich so gut. Das riecht so sanft, mit ein bisschen mit Vanilleduft. Also das gefällt mir, würde sehr gerne probieren, freut mich richtig. Nächste, das ist etwas Öliges von Rituals. Endlich, ich habe etwas von Rituals bekommen. Oh je, yeah, das ist schon etwas Kleines. Ah, das ist, kann man nicht gut sehen. Miracle 3 in 1. Ach so, das ist jetzt schon eine Gesichtsmizellenwasser. Das ist ein Pflegeprodukt. Inhaltsstoffen ganz schnell. So, selber mit Brille für mich schwer zu lesen. Ihr solltet mir verzeihen. Es riecht ganz leicht von Rituals. Ich habe noch nie etwas probiert für meine Pflege. Pflegeschritt 3 Anwendungen. Das Mizellenwasser reinigt die Haut, belebt und entfernt Make-up sowie Unreinheit in nur einem Schritt. Natürliche und seifefreie Formulierung mit Moringa. Sehr gut. Moringa, das ist eine starke Anti-Age, auch sehr gute Prophylaktik gegen Krebs. Also Moringa ist immer gut. Und heilige Lotus dient zur Reinigung der Haut. Indisches Wasser spendet Feuchtigkeit. Ich würde gerne probieren. Ich gucke natürlich erstmal ganz genau auf die Inhaltsstoffe. Leider, die wurden, seht ihr, weiß geschrieben, für mich irgendwie so schwer zu lesen. Aber bin ich richtig gespannt. Einzige, was ich wollte zum Micellenwasser sagen. Egal, was da steht auf der Verpackung, auch wenn ihr habt Micellenwasser aus der Apotheke gekauft, ihr müsst wissen, Micellenwasser entsteht aus chemischen Inhaltsstoffen. Ihr solltet nachdem eure Gesicht mit Micellenwasser abwaschen, nachher immer mit Wasser, Micellenwasser abwaschen. Lässt ihr Micellenwasser nie auf eurem Gesicht. Einfach nur glaubt mir, okay? Ja. Jetzt etwas von Sanssouci's Baden-Thermal-Spray. Ah, genau richtige für die Sommer. Bis jetzt gefällt mir alles gut. Energy ohne Konservierungsstoffe, without Preservatives. Was ist das Preservatives im Pflegeprodukt? Ich vermute ohne Silikonen, genau. Ah, das ist so überraschend. Na gut. Und Sanssouci ist eine deutsche Marke. Ich habe Maske davon. Ich würde nicht sagen, dass ich von dieser Maske begeistert bin, aber die ist okay. Ich benutze sie für Hals und Dekolleté, weil ich dies ganz günstig bei TK Maxx gekauft habe. Aber Spray mit Thermalwasser, also das ist immer gut. Das ist eine Tube, also das ist schon für mich unbekannt. Die Marke heißt vermutlich Aloha. After Sun Aloe Vera Gel. Ah, okay. Das ist ja auch toll. 50 ml. Übrigens, der Spray war 50 ml auch. Micellenwasser ist ganz kleine. Das ist eine Mini-Version. 30 ml. Und große sieht so aus. Micellenwasser von Rituals. Ich habe gehört von anderen YouTubern, das soll sehr gut sein. Übrigens eingeschweißt. Ich hoffe jetzt. Das ist eine Gel-Konsistenz. Es hat fast keine Duft. Oh, das gefällt mir. Wow, auf der zweiten Stelle steht Aloe Barbades. Super. Auf der, ich weiß nicht, fünften Stelle steht Phenoxytanol. Das ist ein Konservierungsstoff, der man darf nicht überschritten. 1% Maximum man darf im Pflegeprodukte verwenden. Wenn über, dann ist nicht gut für unsere Haut. Positive Seite. Das ist eine gute Alternative für andere schlechte Konservierungsstoffe, was wurde früh benutzt. Also das ist heutzutage wie Know-how, wurde gerne fast überall benutzt. Oh wow, das ist so eine leichte Textur. Es fühlt sich wie eine Wasser.
Ganz, ganz leichte, dezente Duft. Hat schon fast eingezogen. Wow, das gefällt mir wie richtige Aloe Gel. Ich sehe hier keine Parfüme und keine Alkohol. Yes. Das ist das Letzte. Also wie süß ist das bitte? Was ist das denn? Ganz ehrlich, ich habe ganze Magazin durchgeschaut und keine Information steht hier. Aber wenn ich schaue natürlich auf diese Flasche, ich verstehe, dass etwas soll für die Nägel sein. Und ja, es ist eine Pinsel. Oh, das stinkt nach Aceton, ganz intensiv. Ja, das ist etwas für die Nägel. Es kann natürlich ein pflegendes Produkt sein. Es kann eine Topcoat sein. Also ihr seht, da gibt es zwei Kugeln, um das zu mischen. Also das soll ein hochwertiges Produkt bestimmt sein. Ich kenne diese Marke nicht. Vielleicht ich habe die gesehen, weil diese Muster habe ich irgendwo gesehen. Und ja, Mädels, das war's. Meine Box ist schon leer. Ich zeige euch nochmal alle Produkte, die war in diesem Box. Und ich würde euch sagen, wow, also dieses Mal hat mir dieses Box sehr gut gefallen. Ich bin wirklich begeistert. Gesamte Preis für alle Produkte, ich würde für euch einblenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieses Mal 6 Produkte. Also in diesem Box gibt es nichts, was ich würde sagen, ich würde das am besten verschenken. Ich habe fast vergessen, euch zu sagen, dass in diesem Monat Glossy Box macht eine riesige Aktion. Ihr könnt ein goldenes Ticket gewinnen. Es gibt 20 goldene Tickets, die wurde im Glossy Box verteilt. Ich habe leider dieses Mal nicht gewonnen, aber vielleicht ihr habt dieses Glück. Und dieses goldene Ticket gibt euch eine Möglichkeit, einmal eine Pinselset bekommen von Jack Beautyline. Und diese Pinselset hat Wert für 210 Euro. Ich habe zwei aber diese Gutscheine bekommen. Eine für Parfum Dreams mit 12% Rabatt mit einem Rabattcode. Könnten ihr ganz gerne diesen Rabattcode benutzen. Und ich habe noch einen Gutscheinrabatt für 20% bekommen für Marke Sans Souci. Ich könnte euch leider diesen Rabattcode nicht geben, weil hier steht, dass man kann nur an die Kasse einlösen. Es gibt es noch einen Gutschein, was ihr könnt auch in eurer Glossybox finden. Einen Gutschein mit dem Wert 500 Euro beim Look Fantastic. Es wird nicht auszahlen, aber ihr könnt für diese Summe beim Look Fantastic eure Lieblingsprodukte aussuchen. Ja, Mädels, das war, ihr seht meine Reaktion. Ich denke, das sagt schon für euch sehr viel. Es hat wirklich Spaß gemacht. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, ob euch hat diese Box angesprochen, welche Produkte ihr habt davon schon probiert. Dann teilt ihr bitte mit uns eure Erfahrung. Wenn dieses Box hat euch so inspiriert, dass ihr wolltet Abonnent von Glossy sein und ihr könnt natürlich auch zum Probe für einen Monat abonnieren oder für 3 Monate. Ich würde immer empfehlen für 3 Monate, weil erste Box immer eine Willkommenbox und da aus meiner Erfahrung waren einfache Produkte, also nicht die beste, ehrlich zu sein. Ja, deswegen nur zweite und dritte war richtig toll und natürlich ihr könnt immer gerne benutzen meinen Rabattcode, das habe ich selber gemacht, ich habe den bekommen von meiner Kollegin aus YouTube und deswegen ich lasse für euch auch unter meinen Videos. Danke euch für Zuschauen, ich hoffe, das hat Spaß gemacht und wir sehen uns ganz bald im nächsten, ich hoffe für euch, sehr interessantes Video. Eure Nathalie.